Infektion mehr mit Covid. Holz. Cornelia Hütter, die ja hier auch schon auf dem Podest gestanden ist, nicht dabei. Man sagt, also man munkelt, Antigentest positiv. PCR-Test muss es beweisen, deswegen hat man sie vorsichtshalber nach Hause geschickt. Sofia Goggia unterwegs. Über sie, das ist jetzt schon eindeutig, führt der Sieg mit 117,4. Da oben schon flott unterwegs. Das ist perfekt. Unglaublich gut. Achtung, Schwerpunkt. Leicht verdreht. Verpasst. Ja. Durch die Unsicherheit. Aber jetzt enge Linie hier. Oh. Das war eine sehr enge Linie. Muss dann im Anschluss ein bisschen einen weiteren Weg fahren. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das hier auswirkt. Aber was typisch ist für Sofia Goggia, Marco, wenn die oben einen Fehler hat, weiß, ich habe noch genug Strecke. Sind ja, ja insgesamt fast also 3005 Meter, also etwas mehr als 3 Kilometer Strecke. Ich habe noch genug Weg, um das rauszufahren. Und man sieht es deutlich, 41 Hundertstel Vorsprung. Riesensatz von Sofia Goggia. So, bei ihr ist es wichtig, den Körperschwerpunkt schön in der Mitte zu halten. Dann ist sie unschlagbar. Oh! Achtung! Eieiei! Aua. Ach, du lieber Gott, hoffentlich nichts passiert. Sammelt sich jetzt. Ich hoffe, ihr ist einfach der Schreck in die Knochen gefahren und dass sie okay ist. Na, Daumen war nach oben. Oh, Gott sei Dank. Ich hab's gesagt, das ist bei ihr eminent wichtig. Der Körperschwerpunkt in der Mitte. Das heißt, nicht so weit vorne, nicht so weit hinten und schön die Gewichtsverteilung eher auf dem Außenski. Und wenn wir die Zeitlupe sehen, sie hatte zu viel Druck auf dem Innenski. Der kriegt eine Kante und beißt. Airbag aufgegangen. Ja. Ja. Sie steht, ist das gut. Das ist gut, ja. Aber das ist schmerzvoll gewesen. Eindeutig, kann man gut sehen.